Alles verlangt seinen Preis, und wenn man sich dann für einen Weg entscheidet, die Entscheidung war ja frei, dann muss man auch die Folgen akzeptieren, und die akzeptiere ich voll und ganz. Meiner Meinung nach seien die Opfer viel zu groß gewesen für das, was ausgeschaut hat. Und wenn man bedenkt, dass wir 11 Tote gehabt haben und dass wir über 500 Jahre Gefängnis abgesessen haben. Ich habe nicht eine Sekunde die ganze Sache bereut. Also ich kann nur sagen, was ich fühle. Ich hab nichts bereut. Nie einen Gedanken gehabt, Sigi, du hast das falsch gemacht. Man muss für die Sache starke Schultern bekriegen. Das haben oft einmal Leute gesagt, na, ich war da längst fertig. Ich kann natürlich nicht sagen, es hat geholfen, es hat nicht geholfen. Ich persönlich bin überzeugt, das hat es gebraucht. Und wenn einer die Geschichte verfolgt, dann findet er die Erklärung. Südtirol in den 50er Jahren. Ein Land im Umbruch. 70% der Südtiroler sind immer noch in der Landwirtschaft beschäftigt. Alternativen gibt es kaum. Der Fremdenverkehr befindet sich erst im Aufbau. Der öffentliche Dienst und die Industrie sind fest in italienischer Hand. Weil wenn man sich vorstellt, dass in die 50er Jahre 7.000-8.000 junge Südtiroler ins Ausland gehen und müssen, um ihr Brot zu verdienen, das waren die Jahre der Unterwanderung. Jedes Jahr waren 10.000 Italiener mehr in Südtirol. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir zu lang warten, dann wird es plötzlich in Südtirol eine italienische Mehrheit geben und dann können wir zusperren. Alle haben natürlich auch das Wort vom Kanonikus Gampa immer im Mund gehabt, den Todesmarsch der Südtiroler. Es ist der Geistliche und Schriftleiter der Tageszeitung Dolomiten, der das politische Schlagwort für ein ganzes Jahrzehnt liefert. Kanonikus Michael Gamba schreibt im Oktober 1953 in einem Kommentar: Es ist ein Todesmarsch, auf dem wir Südtiroler uns seit 1945 befinden, wenn nicht noch in letzter Minute Rettung kommt. Man hat feststellen können, auch im eigenen Dorf, wie die Zuwanderung zunimmt. Man hat feststellen können, wie junge Leute nach Deutschland oder ins Ausland abwandern mussten, um Arbeit zu suchen. Und da hat es eigentlich keine großen dann Überzeugungskünste gebraucht, um einen für diese Sache zu gewinnen. Sigmundskron, 17. November 1957. An diesem Tag erreicht diese Volk-in-Not-Stimmung ihren Höhepunkt. Die Regierung verabschiedet im Alleingang ein staatliches Wohnbauprogramm für Bozen. Deshalb ruft die Südtiroler Volkspartei zu einer Protestkundgebung auf. Sie wird ein überwältigender Erfolg. 35.000 Menschen strömen an diesem Samstag in die Burgruine von Sigmundskron. Die Kundgebung ist auch die politische Feuertaufe für Silvius Maniago. Die Spannung, die politische, war groß, hoch. Und wie ich hinausgekommen bin, habe ich eine sehr gespannte Lage vorgefunden. Umso mehr, dass ich etwas spät gekommen bin. Gott sei Dank bin ich aber trotzdem noch hinausgekommen. Spät, aber nicht zu spät. Wir haben ja damals vorgehabt, und das war so gut, da haben wir vorher noch ausgemacht, dass wir einen Marsch auf Bozen machen. Den hat uns dann leider, ich muss heute sagen leider, weil wir damals ein Deutsch gewesen sind, ein Dr. Maniago, der damals ein frisch gebackener Partei oben an Bord bei einer einstündigen Rede oben, einige Stunden Rede oben am Sigmundskron, hat er die Leute aufgefordert, Ruhe zu bewahren, nicht
Gewalt anzuwenden. Wir sollten von dem Vorhaben ablassen. Wir wollen nicht eine Regionalautonomie mit der Provinz Trient. Uns steht aufgrund des Pariser Vertrages eine Autonomie für Südtirol alleine zu. Und ich kann euch heute sagen, dass die Parlamentarier der Volkspartei in nächster Zeit einen Gesetzentwurf einbringen werden, in welchem das Südtiroler Volk die Beseitigung der gemeinsamen Autonomie mit dem Trentino und eine wirkliche Eigengesetzgebung und Verwaltung für Südtirol allein verlangen wird. Ich war dabei, ich war einer der wenigen Italiener, die dabei waren mit einer verschiedene italienische Kollegen dabei, die haben nichts verstanden und ich habe es ihnen ein bisschen übersetzt, was der Maniago sagte und die Transparente, die man in den Mauern. Für Italiener waren, wie immer, als es hier in Südtirol plötzlich die Situation etwas schärfer wurde, verblüfft. Sie haben das nicht verstanden. E poi piano piano ci siamo resi conto che viceversa questo movimento poteva trascendere le tematiche diciamo così locali ed era un vero e proprio movimento irredentista e la cosa naturalmente ci preoccupò parecchio. In Sigmundskron kann Silvius Maniago die jungen, entschlossenen Leute noch bremsen. Doch es hat sich längst eine Gruppe gebildet, der die offizielle Politik der SVP zu langsam geht. Ihr Anführer ist von Beginn an Sepp Kerschbaumer. Sepp Kerschbaumer ist damals 44 Jahre alt. Der sechsfache Familienvater betreibt mit seiner Frau einen kleinen Gemischtwarenhandel in Frankart bei Bozen. Sepp Kerschbaumer, der auch SVP-Ortsobmann von Frankart ist, fällt immer wieder durch individuelle Protestaktionen auf. Er war ganz bestimmt ein großer, scharfer politischer Kopf. Also der hat Erkenntnisse gehabt, die wirklich für einen einfachen Kaufmann überraschend waren. Er hat einen Hausverstand gehabt. Er hat Sinn für das Maß und für das Mögliche gehabt. Ein aufrichtiger, fast, man muss mit dem Wort vorsichtig sein, fast heiligmäßiger Mensch. Als eher ist wie Revoluzzer in dem Sinn, dass er sagt, um jeden Preis alles. Ganz im Gegenteil, gerader, sauberer, ehrlicher Mensch, sehr menschlich. Eines ist sicher, ich habe den Kerschbaumer gekannt, schon vor die Bomben gefallen sind. Und der Kerschbaumer war dafür, davon bin ich überzeugt, dass man zur Gewalt greift, aber nur Gewalt gegen Sachen und nicht Gewalt gegen Menschen. Dazu war der Kerschbaumer viel zu christlich und katholisch eingestellt, als dass er hätte wünschen können, dass Menschen auf Menschen geschossen wird und Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden. Sepp Kerschbaumer bereitet die Kundgebung von Sigmundskron auf seine Weise vor. In den Nächten vor der SVP-Veranstaltung vervielfältigt er in seinem Laden auf einer alten Matrizenmaschine ein Flugblatt, das er selbst verfasst hat. Hunderte dieser Flugzettel werden dann am Tag der Kundgebung in Sigmundskron von Sepp Kerschbaumer und seinen Mitstreitern verteilt. Ich kann mich zwar nicht erinnern, ob ich dort einen in die Hand gedruckt kriegen, ich glaube schon, aber da war in der Presse monatelang die Rede, sodass man ja fast jeden Satz auswendig gewusst hat. Landsleute, es ist 11:55. Wir rufen daher alle echten Tiroler auf, sich endlich zu besinnen und zu handeln, ehe es zu spät ist. Es ist das letzte Aufgebot. Die Welt weiß es. Der alte, echte Tiroler Geist, er ist noch nicht tot. Er kann nicht tot sein. Er schläft. Er glimmt im Verborgenen in Dörfern und Städten. Hört unseren Ruf. Südtirol, erwache. Rüstet euch zum Kampf. Zum Kampf um unsere Existenz. Es wurden diese Flugblätter herumgegeben und ich habe es sofort übersetzen müssen. Und man sah diese Doppelseitigkeit der ganzen Kundgebung. Einerseits sagte Maniago eine Sache, zweitens, ja, auf der anderen Ebene sagten diejenigen, die in den vielen Leuten, die da waren, etwas anderes. Maniago wollte eine bessere Autonomie, die anderen möchte eine Trennung von Südtirol von Italien. Und diese
zwei Ebenen haben lange Zeit miteinander gelebt. Und man wusste, es war schwierig zu verstehen, wer der eigentliche, mit wem man da sprach. Das Flugblatt von Siegmundskron ist noch nicht unterzeichnet. Wenige Wochen später gibt sich die Gruppe um Sepp Kerschbaumer dann einen Namen. Befreiungsausschuss Südtirol, kurz BAS genannt. Es ist die Gründung einer organisierten Südtiroler Untergrundbewegung. Wir haben gesagt, wir machen einmal unseren Politiker den Hintern heiß, wir haben Drohbriefe geschrieben, wir haben Flugzettelaktionen gemacht, wir haben die Fahnen überall eingehängt oder eingemalt auf Felsen oder auf Kirchtürmen oder auf Baum, weil das eben auch verboten war. Man wollte einerseits Zeichen setzen des Widerstandes den Italiener gegenüber, Zeichen der Selbstbehauptung. Und das war ja die Fahne eben ein wichtiges Symbol. Das hat ja damals auf die Polizei gewirkt wie ein rotes Tuch. Und gleichzeitig der SVP signalisieren, Moment, Herr, meine Herren, ihr müsst da einen anderen Kurs einschlagen. Frankart, 20. Februar 1957. Sepp Kerschbaumer hisst am Andreas-Hofer-Tag auf dem Kirchturm demonstrativ die Tiroler Fahne. Er wird von den Carabinieri angezeigt. Es folgen zwei Prozesse. Am Ende das Urteil. 10 Tage Haft. Als er im Juni 1958 nach Frankart zurückkommt, wird er wie ein Held empfangen. Sepp Kerschbaumer wird zum Sprachrohr einer Gruppe unzufriedener junger Männer, die eine radikale Wende in der Südtirol-Politik anstreben. An alle, die es angeht. Schon des Öfteren, wenn mir vorkam, nicht mehr schweigen zu können, habe ich meine Gedanken in Bezug auf unser Heimatproblem Südtirol in Briefen und Rundschreiben kundgetan und sie so anderen vermittelt. Wenn auch das alte Sprichwort wahr ist, das sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, so gibt es doch Umstände, die das Reden zur Pflicht machen. Ja, wo das Schweigen ein Verbrechen wäre. Ich weiß, wie hart und hoffnungslos es oft ist, sich bei hochgestellten Persönlichkeiten Gehör zu verschaffen. Und trotz allem wage ich wiederum den Versuch, meine Meinung kundzutun. Louis Amplatz. Der junge Grieserbauer ist von Anfang an einer der wichtigsten Mitstreiter Kerschbaumers. Louis Amplatz engagiert sich in der SVP und bei den wiedergegründeten Schützen. Als viele noch zögern, führt Louis Amplatz längst illegale Aktionen durch. Der Louis Amplatz war ein Draufgänger-Typ. Also einen selten also einen couragierten Mann kennengelernt. Auch mit einem gewissen Humor und Temperament. Was man wie ein Heferl nennt, das leicht explodiert, übergeht. Nicht? Tapfer, vielleicht etwas vorschnell in seinen Schlüssen, politisch ein Kind. Es haben damals ja auch ein bisschen Märchen kursiert, in welchen Aufzügen er sich da oder dort hätte sehen lassen, vom Sammelbader zur Klosterfrau bis zum alten Weibele viel. Vieles von dem hat sicher nicht gestimmt, einiges hat natürlich gestimmt. Er konnte sich fantastisch verstellen. Ma guardi, vi erano ben altre persone che il povero Amplatz dietro al movimento. Amplatz era una pedina, forse appariscente, ma era una pedina, insomma, no? E si trova 50 Amplatz, questo è bello. Mensch. Die Gruppe um Sepp Kerschbaumer will den Widerstand südtirolweit organisieren. Deshalb beginnt man, überall im Land Leute zu suchen, die mit der politischen Entwicklung ebenso unzufrieden und die bereit sind, auch etwas Illegales für die Heimat zu tun. Ich weiß halt, wir sind anfangs sehr wenig Leute gewesen. Wir sind 7, 8, 10 Leute gewesen, die ich kennengelernt habe, vor nach den effektiven Aktionen angefangen haben.
Zwischen 1958 und 1960 kommen so gut 150 Südtiroler zum Bass. In diesen Jahren entstehen überall in Südtirol Bass.